Verschollen begangen. Okay. Jo, nice. Zeit. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Ja, genau. Das machen wir. So. Wow. Oh. Alter. Nice. Jetzt gehen wir zu dem Brutalist. Dann killen wir den. So. Gut. Wo ist denn hier die nächste? Ach da, okay. So. Fürchte den Tod. Oh, ihr kommt mit. So. Nummer 2. Der Tod kommt von oben. Ich höre. Was springt dabei aus? Ich glaube, zwei lasse ich mal da. Komm mit, meine Freunde. Warum nicht? Schon unterwegs. Los geht's. Natürlich. Ja, oh, wo ist das Vieh? Schon. Die putze ich weg. Ich könnte ein bisschen schwach. Hit and run. Nur als Erinnerung, Sir. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Seismische Aktivität im Zug. Es wird zur Vorsicht geraten. Was um die? Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Evakuieren Sie umgehend die Kiefer in den Bereichen. Verreck endlich. Boah. Was springt dabei? Scheiße, ey. So. Gut, das Ding kann ja fliegen. Was fliegt an? Nur ein paar Mineralien. Warum? Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Sicher doch. Okay, nice. Dann gehen wir mal weiter. Eigen erschreckt. Kapiert. Ungeeignete Landezone. BBS einsatzbereit. So. Da sind schon ganz schön viele draufgegangen, Leute. Ey. Scheiß Drecksdinger. Lass meine Base in Ruhe. So, zwei brauche ich noch. Oh ja, das ist nicht so gut. BBS einsatzbereit. Fliegen wir gleich weiter. Okay. Also ich mache die Dinger fertig hier. Dauert noch einen kleinen Moment. Ach komm, zur Demonstration. Los. Yay. Das sind keine normalen Marines, das sind irgendwelche Power Marines mit fetten Waffen. Die sehen cool aus. Oh, geile Schilder haben die Dinger. Okay, hier noch da. Die Recher auch noch da. Abmarsch bereit! Der Tod. Okay, dann fliegen wir hier weiter. Ungeeignete Landezone. Ungeeignete Landezone. Oh, ich will nur ein paar Mineralien klauen. Eine Hand wäscht die andere. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Danke. Ich wollte gerade danach suchen. Ungeeignete Landezone. Hey, wo geht ihr hin? Nein. Stopp. Was liegt an? Hier hin. Nein. Gas brauchen wir im Moment sowieso nicht mehr. Was
nicht passt, wird passend gemacht. Fürchte den Tod. Nur zu. Was nicht dir? Los an die Arbeit. Aus der Bahn. Und ich suche hier mal noch irgendwas. Vielleicht gibt es ja noch was hier. Oh, Mineralien. Und Zerz. Okay. Wir sind da. Das war jetzt die Zwergwelt, die wir aber nicht gerade gefällt. Komm, gib mir erstmal die Mineralien hier. Ich bin einsam. Oh, noch mehr! Nice! Gespeichert. Oh nee! Oh, da komme ich da jetzt nicht schnell genug hin. Erstmal ihr und. Komm, stimmt, Freunde. Alter. Geht wieder zurück. So, okay. So, ich habe keinen Bock auf die Brutlinge, deswegen gehen wir hier einfach hoch und warten, bis die Dinger sterben. Sind hier noch Mineralien? Aber hier sind noch Mineralien. Oh oh. Ihr geht hier hoch. Ich hoffe, die verbrennen jetzt nicht alle. Das wäre scheiße. Aber ich glaube, hier kommt die Lava sowieso nicht hin, oder? Sonst wären ja die Zerglinge auch tot. Ne, hier kommt die nicht hin. Alle am Leben. Gut. Hier gibt's eh nichts mehr. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau fortfahren. Was ist hier? Ja, ja. Ja. Wo du jetzt hinfliegst, hier hin. Was nicht passt, wird passend gemacht. Gefahr ist hier wie zu viel, aber naja. Gut, ihr geht weiter auf Erkundungstour. So, was sind das für Tierchen? Oh, das ist alles. Natürlich. In Ordnung. Wird erledigt. Ah. Wir rechnen. Du hast geschafft, Reno. Nur noch ein paar Mineralien fehlen. Nice. Einfach mal ein bisschen nachsuchen und dann hat man es auch schon gefunden. Schon unterwegs. Basis? Fuck. Haha, wie geil. Ja, reparieren einfach nach. Nach kommst du hin. Ja, die burnen schon, die Dinger. Gut. Und hier geht jetzt nach hier. Was macht der hier Schönes? Los geht's. Killt mal den Zergs. Natürlich. Sicher doch. Ich könnte Thank you.
gleich geschafft. Oh, noch mehr Mineral. Lecker, lecker, lecker. Oh, gleich haben wir es. Mir jetzt scheißegal, wir haben es geschafft. Yay. Ey, so viele hatte ich gar nicht. Ey, beschiss. Die Einheiten hatte ich gar nicht so viel. Wollte schon sagen. Lässt die doch nicht zurück. Bam. Die verbrennen, Alter. Tanz auf dem Vulkan. Yo. Und wir haben Zergpunkte. Yay. So. Fortfahren. Eine Mission machen wir, glaube ich, noch. Ja. Brücke. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tisch an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ging um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein. Und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt heißt Mansk ihn fast genauso unrüstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser überhalten. Jawohl. Nee, ich mache doch keine Quests mehr. Ich mache jetzt nochmal alles durchgucken und so und dann mache ich wieder eine Pause. 25 Minuten später. Okay, es gibt wieder Nachrichten, oder? Ja. Dann gucken wir uns erstmal die Nachrichten an. Donny Vermillion für UNN. Ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen, verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist John, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass uns ein auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass... Und Sie werden... Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNM. Kaum hat verstanden. Schon mal von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mensch arbeiten. Dann gehen wir mal ins Labor. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Stefan. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff vor. Okay, Stagner. Hier ist wieder zum Lesen, falls ihr Bock habt. Und... Commander, ich habe über diese Artefakte nachgedacht. Keine Sorge, ich habe sie noch keiner eingehenden Diagnose unterzogen oder so. Zumindest nicht direkt. Na, spuck es schon aus. Nun, Sir, als das zweite Stück hinzugefügt wurde, ist der Energieverbrauch des umgebenden Eindämmungsfeldes drastisch in die Höhe geschossen.
Wenn wir noch mehr Teile hinzufügen, müssen wir entsprechend mehr Energie vom Fusionskern des Schiffes abzweigen. Dann ist das also teuer und gefährlich, die Dinger an Bord zu haben. Je schneller wir sie wieder loswerden, umso besser. Okay, und dann gucken wir mal hier, was wir hier machen können. Ah, genau. Oh, cool. Das sind das hier Schönes. Ah, auf dem Bunker. Das ist natürlich schön. Was ist das hier, das daneben? Ah, und der hält mir aus. Echt coole Dinger. Boah. Voll am Grillen, ey. Alter, Alter. Okay, dann. Was ist denn das hier? Ah, dann werden die langsamer. Das? Ist das denn? Wer kann den übernehmen? Ha, cool. Na, aber ich nehme jetzt erstmal das hier. Ja, ich weiß. Ja, da waren wir. Die Brücke. Da, da können wir gleich mit dem Typen reden. Und hier gucken wir mal. Wir haben ja wieder ein bisschen Geld bekommen. Nice. Was ist das? Minen. Hm. Ich mach lieber die. Bei den Marauders.